Das Königreich der Niederlande besteht aus vier Ländern: Aruba, Curaçao, Sint Maarten und die Niederlande, die gerne synonym auch Holland genannt wird, obwohl es eigentlich nur ein Teil des Landes meint. Zu den Niederlanden gehören auch die drei besonderen Gemeinden in der Karibik: Bonaire, Sint Eustatius und Saba. Die vier Länder haben weitgehende Autonomie, eine eigene Verfassung und regieren über sich selbst. Sie eint die Charta für das Königreich der Niederlande als Verfassung, die über den Landesverfassungen steht. An ihrer politischen Spitze steht der Reichsministerrat, in dem alle Minister der Niederlande und je ein Bevollmächtigter der drei anderen Länder sitzen. Sie ist die Regierung des Königreichs und für die Punkte relevant, die das ganze Königreich betreffen. Das sind vor allem Staatsbürgerschaft, Außen- und Verteidigungspolitik. Ihre politische Struktur ist weltweit einzigartig und bietet gleichzeitig Elemente von Gleichberechtigung der vier Länder, aber auch eine klare Bevorteilung des niederländischen Landesteils. International treten sie als Königreich der Niederlande gemeinsam auf, selbst wenn es ganz unterschiedliche Regeln in den Ländern und Landesteilen gibt. Zum Beispiel, dass die geteilte Insel St. Martin, dessen nördliche Hälfte zu Frankreich und dessen südliche Hälfte zum Königreich der Niederlande zählen, eine EU-Außengrenze darstellt, da das französische Saint-Martin zur EU gehört, St. Martin aber als Land im Königreich nicht.